Du sag mal, rastest du manchmal aus und weißt nicht warum? Oder gibt es Situationen, in welchen du anders reagierst als normalerweise? Wenn das so ist, könnte dein inneres Kind dringend Heilung benötigen. Aber wie kannst du wissen, ob es deinem inneren Kind gut geht? Heute erkläre ich dir, wie du die wahren Verletzungen von deinem inneren Kind finden kannst. Jeder Mensch hat ein inneres Kind und je nachdem, wie es dem inneren Kind geht, geht es dem Menschen gut oder schlecht. So kann es sein, dass dein inneres Kind Verletzungen wie Schmerz, Angst und andere unangenehme Emotionen erfahren hat. Diese Verletzungen können entstehen durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Um eine Heilung des inneren Kindes zu bewirken, ist es deswegen sehr wichtig zu wissen, ob und welche Verletzungen es tatsächlich hat. In diesem Podcast helfe ich dir, dies herauszufinden. Mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und wenn du dein inneres Kind heilen möchtest, empfehle ich dir, das Webinar mit Erzengel Uriel zu machen. Der Link ist unter dem Video. Jetzt höre dir aber erstmal diesen Podcast an. Denn wenn wir uns mit unserem inneren Kind verbinden, können wir erfahren, wie es ihm geht. Wir können unsere Beziehung zu uns selbst verbessern und uns in schwierigen Zeiten selbst unterstützen. Wir können lernen, unsere emotionalen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen, anstatt uns von anderen abhängig zu machen. Hier sind nun sechs wahre Anzeichen dafür, dass dein inneres Kind verletzt sein könnte. Erstens, wenn du dich unsicher oder ängstlich in der Nähe von Menschen fühlst, sogar von Menschen, die dir nahestehen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass dein inneres Kind verletzt ist. Zum Beispiel könnte es Angst vor Ablehnung oder fehlende Liebe sein, die es verursachen. Vielleicht hat man dich als Kind nicht so oft in die Arme genommen oder deine Eltern wollten dich gar nicht haben, sodass du dich bei ihnen verloren gefühlt hast. Vielleicht wurdest du auch oft geschimpft für Dinge, für die du gar nichts konntest. Also überleg mal, ob etwas davon bei dir auch zutreffen könnte. Zweitens, vielleicht kämpfst du mit Gefühlen wie Wut, Angst oder Traurigkeit, ohne dass du den Grund dafür erkennen kannst. Oder du wirst sehr wütend in einer Situation, die normalerweise keine negativen Gefühle hervorruft. Manchmal hast du unbegründete Wutausbrüche oder du rastest schnell aus. Das könnte ein Grund sein, dass dein inneres Kind verletzt wurde, indem man dich früher zu Sachen gezwungen hat, die du überhaupt nicht tun wolltest. Oder du warst als Kind oft alleine und traurig, weil deine Eltern sich nicht um dich gekümmert haben und du meistens vor dem Fernseher saßt und dir abgeschoben vorkamst. Drittens, mangelndes Selbstvertrauen in deine Person oder geringe Selbstliebe könnten ebenfalls ein Zeichen dafür sein, dass etwas mit deinem inneren Kind nicht stimmt. Du kannst dies feststellen, wenn du sehr oft ängstlich bist oder dir die Schuld an Dingen gibst, für die du nichts kannst. Oftmals hat man vielleicht zu dir als Kind gesagt, dass du dies oder dass du das nicht kannst, weil du noch zu klein bist oder nicht gut genug für etwas bist. Diese Worte haben dein inneres Kind verletzt und es sehr traurig gemacht. Dies führt dazu, dass du dich in deinem Leben als Erwachsener meistens zurückhältst und vielleicht sogar viele Dinge nicht tust oder dich nicht getraust, sie zu tun, weil du denkst, du könntest sie nicht. Viertens, wenn du dich in rücksichtslosem Verhalten ertappst, angefangen von Drogenmissbrauch bis hin zu exzessivem Geldausgeben, könnte das ein Hinweis auf ein ungelöstes Kindheitstrauma oder Schmerz sein. In diesem Fall suchst du unbewusst nach Anerkennung oder Belohnung. Menschen, die sehr viel Geld ausgeben, finden keine Ruhe, weil sie keine Freude an den Dingen haben, die sie sich kaufen. Sie hetzen von einem zum anderen und suchen Bestätigung durch Rauschmittel oder durch Einkäufe.
Bei diesen Menschen fühlt sich das innere Kind ungeliebt und nicht verstanden. Meistens hat es die Erfahrung schon im Kleinkindalter gemacht und versucht, Anerkennung durch auffälliges Benehmen zu bekommen. Fünftens, du beschäftigst dich mit viel zu viel Arbeit und hast Schwierigkeiten, dir selbst oder anderen gegenüber Grenzen zu setzen. In diesem Fall hast du in der Kindheit nicht gelernt, entspannt zu sein und Freizeit mit anderen Menschen oder deiner Familie zu verbringen. Vielleicht wurdest du als Kind nicht beachtet und hast versucht, die Liebe und Aufmerksamkeit deiner Eltern mit guten Leistungen zu bekommen. Möglicherweise wurdest du als Kind nicht bedingungslos geliebt, sondern du musstest immer etwas tun, um beachtet und anerkannt zu werden oder eben um geliebt zu werden. Dies hast du dann bis in das Erwachsenenalter mit hineingenommen, sodass du jetzt vor lauter Arbeit und Stress fast keine Pausen mehr machst und dich auch sofort angegriffen fühlst, wenn jemand etwas zu dir sagt, was dir nicht gefällt. Du schaffst es einfach nicht, dich abzugrenzen, sondern bist sehr verletzlich und ängstlich. Sobald jemand ein wenig unfreundlich oder zu direkt ist, gerät dein Gefühlsleben durcheinander und du ziehst dich lieber zurück. Sechstens. Vielleicht sehnst du dich im Erwachsenenalter nach der Vergangenheit und schweifst mit deinen Gedanken in den Geschehnissen, die du in deiner Jugend erlebt hast. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass dein inneres Kind in der Gegenwart nicht gut heilt. Diese Gefühle der Sehnsucht nach der Kindheit deuten oft auf ungelöste Probleme hin, die angegangen werden müssen. Wenn du so etwas in dir spürst, solltest du beginnen, die Blockaden der Vergangenheit aufzulösen und dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Versuche, dir zu vergeben und den anderen für die Situationen, die dich verletzt haben, und komme so wieder in die Gegenwart und in deine Kraft zurück. Wenn du nun unter diesen 6 Zeichen etwas gefunden hast, was auf dich zutrifft, dann braucht dein inneres Kind dringend Heilung. Beginne also, dein inneres Kind zu heilen und einen sicheren Raum für dich zu schaffen, in dem du deine Gefühle auf gesunde Weise erkunden kannst und die Blockaden lösen kannst. Mit der richtigen Unterstützung kannst du lernen, dich selbst zu akzeptieren und in ein glücklicheres Leben zu gehen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dein inneres Kind heilen kannst, dann nimm einfach am Webinar zum Heiler des inneren Kindes teil. Der Link ist unter dem Video. Bitte teile diesen Podcast und like ihn, wenn er dir gefallen hat, damit noch mehr Menschen erfahren, wie sie die wahren Verletzungen des inneren Kindes herausfinden können und Hilfe erhalten können. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Wir sehen uns zum nächsten Podcast. Deine Smarana.